Leute, es ist wieder ein Hexenkampf entbrannt zwischen roter Hexe und der anderen fiesen Hexe. Oh Gott, Alter, wow. Ich glaube, der Wind spielt hier echt eine große Rolle mit. So, okay, wow. So, okay. Alter, die viel Energie. Ob das jetzt der letzte Kampf mit der hier ist gegen die? So, ich weiche mal ein bisschen aus. Und mach mal ein bisschen nur dasselbe. Ja. Wow, das ist echt geil. Warts, Farts. Wow. So, was macht die da? Wow. Komm her, Farts. So, okay, ausweichen, ausweichen. Wurde ich getroffen? Farts. Ich habe auch schon meine Kräfte. Ich will die auch mal einsetzen. Wartet. Yeah. Die ist ausgewichen, voll fies. Okay. Ja. So, okay, jetzt hab ich geschafft. Zack, zack, zack. Farts, Farts. Okay, okay, wow. So, bams, bams. Mit angesehen ist ja echt geil. Fatz, 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 fatz. Yeah, 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 yeah. Bams. Verdammt. Okay, okay. Es wird. Woo, Vollangriff, yeah. Ah, nee, nicht Vollangriff, sondern Konterangriff. Und... Okay, gut. Ich will auch mein Motorrad haben. Fiesmann. Oh, oh Gott. Einfach mal mutig sein. Verdammt, okay, bring ich's. Ah, okay, gut. Also nicht einfach in ein Motorrad reinlaufen. Yeah. So, komm her, Fatz, Fatz, Fatz. Yeah, yeah. Okay, dann weichen wir da einfach mal aus. Weiterhin. Huh, yeah. Okay, bam. Zack, zack, zack. Yeah, yeah, yeah. Aua. Ich will mich jetzt überfahren können. Oh. Puh, okay, geil, Fahrt, Fahrt, Fahrt. Nein, weich aus, okay, gut. Bams. Wie ist das aber mit dem Schwert da so ganz nah ranzuzoomen, ist echt geil. Autsch. Ach, ich hab noch meinen rotglühenden Schuss. Oh, der hat gesessen. Autsch. Jetzt warte doch mal. Weich aus. Okay. Ey, der hat andere Munition als wir, voll fies. So, na, komm her. Wie sie ausweicht. Okay, hoa. Bams. Voll reingetroffen. Okay, und gleich ist ihre Energieleiste down. Ihre. Ich hatte wohl schon eine. Okay, ich habe aber noch viel weniger. Oh, Alter. Voll weggekickt. So. Oh, Mann. Abgeblockt. Na, komm schon. Wow. Ja, geil. Ach, kein Hexenzeit aktiviert. Warum nicht? Warum wird die Hexenzeit nicht aktiviert? Ja, das spielt ja nicht. Fies. Einfach ein bisschen so rufballern. Oh Gott, jetzt kommt sie mit der Scheiße hier. Autsch. Nein. Oh, okay, mein rotglühender Schuss hat sich eingesetzt. Das ist hoffentlich okay. So, ey, die blockt die halt ab. Wie macht die das? Hm, na komm schon. Ist ja gleich down. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Weich aus, weich aus, weich aus. Ich weiß alles. So. So, so, so. Ja. Schön schnell ransausen immer. Oh, jetzt kommt er an. Oh, verdammt. Yeah. Oh, noch weiter. Oh. Okay, der hat gesessen. Also kommt gleich wieder zu sich. Oh, für fies. Shit. Wow. Nein. Oh, Mann. Okay, es reicht. Warte, ich muss mal wieder Lolli einsetzen, was natürlich in die Bewertung mies eingeht, aber ist okay. So, also braun. Braun, braun, bisher wir sind richtig schön Lolli hier, der die Verteidigung erhöht. So. So, und dann bauen wir uns noch einen Lolli, der, ja, schön, der hier unsere Dings erhöht, unseren Angriff. So geht ja gar nicht. Habe ich da viel zu wenig für. So, Objekte. Zack, zack, zack. Oh, ich habe zwei so eine Dinger sogar. Geil. So, und der hier ist ja der richtig lange die erhöht. So. Und dann, ja, da reicht so ein kleiner. Und Angriff. Okay, gut. Heilung habe ich nicht mehr. Nö. Also dann. So. Wow, wow, wow. So. Komm schon. Mann. Und richtig rein. Und zack. Das war gründen. Und... Silber bekommen. Okay, Bonus-Boss. Oh, wir haben gleich wieder 27.000. Wir haben gleich wieder 30.000. Alter, voll geil. Kann ich mir wieder ein Herzteil kaufen.
Not yet. She isn't ready. Was war das denn gerade? Wurde sie gerade gehindert zu folgen, oder hat sie in der Zukunft gesehen, dass, wenn sie uns folgen würde, vom Wasser getroffen würde? Hä? Das war ganz, ganz komisch. Okay. So, wir haben keine Zeit, denn würde ich hier gerne mal ein... Wieso habe ich gerade mal 13.000 nur? Ich hatte doch schon 27. Okay, warte, mein Schutz wirkt noch. Dann gehen wir einfach mal... Ach du meine Güte. Wirklich lustig. Wenn sie den Strom hier ausweichen... Halt, da ist noch ein Eintrag. Und ich bin tot. Ich hatte mein Schutzschild. Ah, da war noch ein Eintrag. Den muss ich natürlich mitnehmen. Weitermaken, klar, mache ich weiter. Natürlich machen wir weiter. So, 1, 2, 3, fatz, fatz. 1, 2, 3, kick, kick und... Oh, fies. Voll nackt. So. Bams. So, ist klar. So, oder darf ich den Boden nicht berühren? Ich weiß gar nicht, was die hier von mir wollen. Anscheinend darf ich den Boden nicht berühren, okay? So, neuer Eintrag. Der Schatz der Clans, das Auge der Welt. Okay. Klingt interessant. Vor mehreren hundert Jahren herrschte die heute verschwundenen Clans der Umbrahexen und Lummenweisen als Wächter der Zeit. Ja, so viel wissen wir. Ihre Basis war eine abgelegte europäische Stadt namens Wickwit. Ein grausamer Krieg, bei dem beide Clans umkamen, setzte dieser Herrschaft ein jähes Ende. Die meuchelnden Hexen hätten den hundertjährigen Krieg fast gewonnen. Doch die Furcht der Menschen gipfelte schließlich in den Hexenjagden und letzten Endes verschwanden beide Clans. Ey, die bezieht aber echt schon richtig krass auf die echte Geschichte, oder? Da sie lange im Dienst der höheren Mächte standen, wird vermutet, dass die Clans den Lauf der Geschichte nicht ändern, sondern beschützen wollten. Zur Erfüllung dieser Pflichten dienten ihnen scheinbar die wertvollen Augen der Welt. Was all das zu bedeuten hat, ist unklar. Es steht jedoch fest, dass die Existenz der Clans eng mit dem Wandel der Geschichte verknüpft war. So sehr, dass sogar Könige und Kaiser die Macht der Clans fürchteten. Es gab zwei Augen der Welt. Eines befand sich unter Kontrolle der Hexen, das andere gehörte den Weisen. Nur wenn sie gemeinsam verwendet wurden, erfüllten sie ihre Aufgabe als Wächter. Um den Missbrauch der Augen für ruchlose Zwecke zu verhindern, wurden sie gerecht verteilt. Wechselbeziehungen zwischen den beiden Clans waren streng verboten, um das Kräftegleichgewicht nicht zu gefährden. Ironischerweise waren es eben diese Kleinode, die den großen Krieg auslösten, der zum Untergang der beiden Clans führte. Kurz darauf verschwanden die Augen der Welt plötzlich. Man weiß nur extrem wenig über sie. Um welche Art Gegenstand handelte es sich? Welche Gestalt hatten die Augen? Dies ist nach wie vor unbekannt. Auf dem Schwarzmarkt tauchten kürzlich ein großer Edelstein auf, der als Auge der Welt bezeichnet wurde. Aber wahrscheinlich handelt es sich um einen Gegenstand, der zufällig denselben Namen trägt. Oder aber um einen Schwindel, mit dem die Mafia die Käuferreaktion testen will. Beweise, dass es sich bei dem uralten Schatz tatsächlich um einen Edelstein handelt, gibt es keine. Es liegen jedoch verlässliche, wenn auch beunruhigende Informationen vor, die den Schatz mit dem Geschäftsführer der Isha-Gruppe in Verbindung bringen. Angeblich ist er wegen seines Energieprojekts der nächsten Generation auf der Suche nach einem unbekannten Gegenstand. Ob wirklich ein Zusammenhang besteht, muss noch genauer untersucht werden. Okay, ist ja krass. So, wissen wir alle Bescheid wieder. So, ich glaube, ich muss hier... Okay, ja doch, da ist der Boden, der elektrisiert ist. Okay, gut. Ja, weil Wasser hier drin ist. Na dann, hopp, fliegen wir einfach mal rüber, wa? Autsch. Ja, okay, gut. Ist hier irgendwas noch versteckt, oder? Oh nein. Ja, halt dich an den Bubis fest, okay? Okay, wow! Halt, fliegen! Ah, ich kann nicht mehr fliegen. Okay, jetzt hat sich umgedreht. Ich kann sie absetzen. Okay, wartet. Warte, dann muss ich das jetzt machen, um zu kämpfen natürlich. So. So, komm her hier, Säcke. Fatz, fatz, fatz! So, den Schutzschild, den sie da hat, der... Oh, verdammt, ich hätte sie vielleicht nicht hier im Stromwasser absetzen sollen. Voll im Strom abgesetzt. So. Oh Gott. Verdammt, nein. Spring, Bayonetta, spring! So, fatz, fatz, fatz! Du scheiß Engeltyp, Mann! Und... Oh, der Wasser steigt ja auch noch. Oh, ist ja fies.
So, schnell, schnell, schnell. Uah, schnell, schnell, schnell. Hochheben. So. Okay, okay. Oh Gott, warum steigt denn das Wasser? Das Wasser steigt. So, schnell. Okay. Was? Was ist jetzt los? Och, oh. Fies. Na gut. Gut, gut, gut. Jetzt ist echt oberkrasse Beeilung angesagt, Leute. Aber richtig übel. Let's go hier jetzt. Yeah. Voll geil. Ich bin gespannt, ob sich echt noch rausstellt, wer das Mädchen sein soll und woher man die kennt und so und warum die zu uns gehört irgendwie. So. Okay, dann kommt mal her, ihr Säcke, Alter. Oh Gott. Raus da, meine Springen. Also, oh. Weil ich die anvisiert habe, springen die ja nicht. Springt sie ja nicht. So, watz. So, scheiße, das Wasser steigt. Schnell. So, einer ist down. So schnell, oh Gott, das Wasser, Fahrt. So. Okay, da kommen noch mehr. Ah Gott, ist schon klar, dass da noch mehr kommen. Nee, er ist tot. So, Tür ist offen, ja. Okay, schnell weiter. Weiter. Kurz mal hier in die Ecke absetzen. Oh, ist schon klar, Fahrt. So, komm, Wut. Einfach mal hier immer dasselbe Spam. Umso schneller gehen die alle down. Da ich jetzt sowieso echt auf Zeit aus bin. Versuche ich jetzt. Fühlt sich gut an, oder? Nee. So, da ich jetzt unter Zeitdruck stehe, werde ich auch nicht versuchen, irgendwie besonders cool die alle wegzubatteln. So. Hauptsache, zerfüllt den Stack und ich komme hier schnell weiter. Und zack. So. Aufheben. Aufgehoben. So, weiter geht's. Nächstes wieder eine kleine Stufe höher. Absetzen. Oh Gott, natürlich kommt jetzt genau hierher. Nein! Oh! Warte, wo bin ich? So. Komm her, du große Sau. Und. Gut, ein wieder zerdasht. Zack. Ho! Was passiert? Letzte Zeit? Nee, doch. Doch. So, komm her, Folterangriff jetzt hier. Den schönen Köpfen wieder den euren Sack. So! Voll den Arsch getreten. Und sag tschüss! So, ja, der Kopf wurde voll echt. So, der letzte hier wieder. Und dann mal gucken. Ah, wir haben es geschafft. Okay. So, dann kommen wir schnell mit, kleine Cerisa. Oh. Achso, ich dachte gerade, sie guckt so hinter der Wand vor, aber nee, war ja bloß ihr Kuss-Move. So, Wasser scheint immer noch. Ja, natürlich. Schnell rennen! Oh, war ja. Oh mein Gott. Oh, man, sind wie bei der Titanic. Bams. So, wo sind wir jetzt? Ah! Oh nein! Nein. Wo kann ich hier rauf? Wo kann ich drauf stehen? Ah! Wo so? Warum kann ich nicht Doppelsprung machen? Oh Gott. Wo ist denn hier was zum Raufspringen? Leute, wo ist hier was zum Raufspringen? Ich kann nichts machen. Ja. Ja, haut doch mal ab, ihr scheiß Viecher. Oh nein, nicht absetzen. Mann, ich kann ja nur so raufspringen. Wo soll ich denn rauf? Hier, was ist denn das hier? Hallo? Ich muss ja die Kleine mitnehmen. Ich muss ja hier irgendwo rauf können. Okay, Leute, das ist schlecht. Warte mal, hier kann ich rauf. Also, ach Mann, ich kann ja die Wand hochrennen. Ja, okay. Habe ich was gesagt? Nein, ich habe nichts gesagt. So, dann kannst du doch bestimmt auch an der Wand hier festtackern. So, dann komm her, ihr scheiß Viecher. Los, komm. So. Oh Gott, das Wasser kommt echt bedrohlich nah. Und was los? So, einen Down gemacht. Wie viele kommen denn da noch? Boah, wer trifft mich denn jetzt dauernd die ganze Zeit? So, okay. Oh Mann. So. Komm schon, die anderen noch erwischen hier. Komm schon! Yeah! Alter Schwede! So, fahrt! Ob ich das noch schaffe? Voll verkackt! Hier kann man die Wand hochlaufen. Oh Mann. So! Wieder fast ein Down. So. Komm schon her. Komm her, du Sau. So, der ist down. Oh, komm, Folterangriff. Yeah! Wieder mit der Kettensäge.
Hui! So, schön in der anderen Zeitzone hier. Oh nein! Sag doch mal, sag tschüss! Und Megatonne. Und ganz langsam und sachte durchs Gehirn und durch die Eingeweide. So. Cool. Alles klar, na dann. Komm schnell wieder mit, Sarisa. Erstmal abschmusen hier. So. Haben wir doch noch geschafft. Geil. So, okay. Der Mond. Jetzt ist der Mond weg. Oh nein, wir können nicht mehr die Wand lang laufen. Okay, Leute. Das war das Kapitel. Der zerbrochene Himmel. Ein ganz schön geschichtsträchtiger Abschnitt, sag ich mal. Wir haben viel erfahren. Und irgendwie ist die Hexe, die rote Hexe, echt sauer auf uns. Und du hast eine Steinauszeichnung bekommen. Unglaublich, Mann. Naja, was soll's. So, kurz nochmal rumballern. Dann nochmal ins Gate gehen von dem Rodan. Boom. Und dann mal gucken, vielleicht schaffe ich ja 30.000. Ich glaube echt, ich würde auch gerne für euch so wie ein Let's Play-mäßig in ein neues Outfit mal investieren, aber als ihr mir erzählt habt, dass es echt für jedes Herz, was ich mir bei Rodan kaufe, dass es da echt ein komplettes Herz ist, die ganze Energie und so weiter, alles, das ist echt geil. Das ist cool. So. Oh oh. Doppeltreffer. Oh Gott. So. Verdammt, da war ein Mysterium. So. Na, komm schon. Ach, Mist. Alter, aber 6000. Geil. 6100 Points. Obwohl ich mir kann ja nicht tauschen. Einfach tauschen. So. Oh, noch nicht so viel. Reicht das noch nicht aus für weitere Herzenergie? Hm? Aber okay, es geht jetzt erstmal weiter oder bleiben wir in Big Grid? Dann vor dem Flugzeug. Oh weia. Irgendwo mitten im Meer. Ach du Scheiße. Ist das jetzt gut oder schlecht? Wenn wir hier mitten im Meer jetzt sind. Soll ich speichern mal? So, ich glaube, das mit den anderen Kostümen, das wird eh erst alles, wenn man das Spiel richtig durchgespielt hat, weil da fehlen ja noch so viele Kostüme hier bei den Typen im Gate. Im Gate of Hell. Und sowas alles. Na gut, was sagt die Zeit? Gut, dann würde ich mal sagen, beende ich den Part heute schon mal wieder hier. Dann, oh, ist ja wieder ein Boss! Kardinaltugend der Weisheit. Es geht wieder mit einem Boss los, im Kapitel 13. Also Leute, dann, ja, heute mal ein bisschen früher Schluss, ist hoffentlich nicht so schlimm. Ja, mit 23.000 brauche ich nicht zum Tor der Hölle gehen, weil, ja, ich brauche eh mindestens mal 30.000, was ich brauche. Auf jeden Fall, vielen Dank wieder fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part von Bayonetta. Ciao!